Ganz herzlich willkommen zur neuen Veranstaltungsreihe von Basecamp On Air. Das Basecamp in Berlin-Mitte, das ist ja bereits eine Institution und ein Hotspot in der Diskussion von nationalen, internationalen Experten und vor allem von Vordenkern der Digitalisierung. Und weil digital unser Thema ist, ist der Sprung von Berlin-Mitte hier auf diese virtuelle Debatte hier heute auf dieser Plattform natürlich nur ein ganz kleiner. Bei rund 100 Events im Jahr mit zehntausenden Besuchern geht es im Basecamp von jeher um die Zukunft des digitalen Lebens und natürlich auch um die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft und die Kultur. Derzeit bestimmt aber vor allem die Corona-Krise unsere Realität und das weltweit. Es ist eine historische Situation mit wirklich historischen politischen Maßnahmen wie der Kontakt- und Ausgehbeschränkungen. Und eigentlich dreht sich dieser Tage die Frage ja fast um. Also wie können wir mit Hilfe digitaler Lösungen wieder zurückkommen zu einer gewissen Normalität, wie wir sie davor kannten, oder auch zu einer neuen Art von Normalität. Wir wollen heute darüber debattieren, wie digital gegen den Virus vorgegangen werden kann und wie die angedachten digitalen Lösungen, da sprechen wir jetzt natürlich von der digitalen Tracing-App und vom Gesundheitszertifikat, was im Gespräch ist, jetzt im Zusammenhang mit dem neuen zuverlässigen Covid-Antikörpertest, von dem wir seit gestern wissen. Wir wollen darüber sprechen, wie und ob diese digitalen Tools wirklich Wegbereiter sein können für einen schrittweisen Exit aus dem Lockdown. Und wir erfahren mehr darüber, wie künstliche Intelligenz und Daten jetzt bereits schon bei der Einschätzung über die Verbreitung des Virus helfen. Liebe Basecamp-Community, ihr seid herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen und heute hier aktiv an der Diskussion teilzunehmen. Ask a Question heißt die Funktion, über die ihr Fragen stellen könnt. Dort könnt ihr Fragen, die ihr interessant findet, Einschätzungen, Kommentare hochvoten oder im Ranking auch nach unten voten. Im ersten Teil sammeln wir also euer Feedback, sodass wir dann für die Diskussion im zweiten Teil genau wissen, was euch wirklich interessiert und was ihr von den Experten wissen wollt. Für euch, liebe Basecamp-Community, haben wir heute wirklich hochkarätige Experten auf dem jeweiligen Gebiet eingeladen, die uns einiges erklären können, euch aber auch Rede und Antwort stehen sollen. Wir haben eine Stunde gemeinsam, das ist wenig, denn wir könnten wirklich tagesfüllende Gespräche mit jedem Einzelnen führen. Also bitte nehmt die Chance wahr und bringt euch hier heute ein. Ich komme zur Vorstellung der Gäste hier auf diesem Panel. Zunächst begrüße ich Stefan Noller. Er ist CEO der Ubirch GmbH, ein Unternehmen, was Blockchain-Lösungen anbietet, mit einem Konsortium aus medizinischen Geräteherstellern, Laboren, Kliniken, klinischen Datenmanaging-Systemen und anderen Blockchain-Providern. Und er wird uns erklären, wie das sogenannte Gesundheitszertifikat funktioniert, denn er ist selber einer der Blockchain-Provider, der dieses digitale Gesundheitszertifikat entwickelt. Also, wir werden sehen, wie es funktioniert und vor allem, was diese Basis von Blockchain eigentlich bedeutet. Herzlich willkommen, Herr Stefan Noller. Ich kann Herrn Noller nicht hören. Ja, hallo allerseits. Danke für die Einladung. Jetzt hat es funktioniert. Mit dabei ist heute außerdem Christian Winkelhofer. Er ist Managing Director für neue Technologien bei Accenture Österreich und hat zusammen mit dem Roten Kreuz in Österreich bereits eine App in Betrieb genommen, die heißt Stop Corona. Wir haben also die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der bereits weiß, wie es geht und damit den Deutschen einen Schritt voraus ist. Willkommen, Herr Winkelhofer. Schönen guten Tag aus dem sonnigen Wien. Schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Jetzt muss ich mal schauen, wo hier meine Seiten geblieben sind. Aha. Ich begrüße Pia von Howald. Sie ist Director Digital Processes und Services im Bereich Business to Partner von Telefonica Deutschland. Und sie wird darüber berichten, wie sich Telefonica Deutschland am Kampf gegen Corona beteiligt. Also welche Maßnahmen intern bei Telefonica, aber auch für die Kunden getroffen wurden. Und wie Telefonica Datenschutz sicherstellt. Eine ganz sichere Frage, wichtige Frage in Zeiten, wo natürlich alle unsere Daten haben wollen. Ich begrüße Sie, Frau Howald. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, vielen Dank. Hallo zusammen.
Und last but not least begrüße ich Georg Polzer, Co-Founder und Head of Strategy von Terralytics. Zusammen mit Telefonica Deutschland unterstützt er das Robert-Koch-Institut dabei und kann uns erklären, was sogenannte Mobilitätsanalysen, wie man die betrachtet und was genau sie eigentlich im Kampf gegen den Virus ausrichten können. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, freut mich sehr. Als Instrumente gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzt die Bundesregierung in Deutschland und bislang natürlich auch in 20 anderen Ländern auf die Entwicklung und Nutzung einer sogenannten Contact Tracing App. Alles war ja hier in Deutschland auch schon auf dem Weg. Dann kam die 360-Grad-Wendung nach einem Streit über die Art und Weise der Datenspeicherung hin zu der durch Datenschützer favorisierten Lösung der dezentralen Speicherlösung für die Contact Tracing App. Und die ist jetzt wieder ein bisschen in weitere Ferne gerückt. Google und Apple, das ist eine Meldung von gestern, erlauben pro Land auch nur eine App auf ihrer Plattform, eine ja, ziemlich interessanter Umstand. Und laut Bundesgesundheitsminister Spahn soll die App natürlich möglichst zügig kommen. Experten rechnen nach der Kehrtwende aber nicht vor Juni mit einer neuen App. Und bevor wir gleich ins Gespräch mit Herrn Winkelhofer einsteigen und vor allem was über die österreichische Tracing-App erfahren, sehen wir noch ein 2,5-Minuten-Statement von Herrn Dr. Bernhard Rohleder. Der ist der Hauptgeschäftsführer von Bitkom. Und der sagt uns was zur App und zum digitalen Crashkurs, dem sich Deutschland seiner Meinung nach gerade stellen muss. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann haben wir derzeit ja nicht allzu viele Werkzeuge in der Hand, um die Corona-Pandemie irgendwo einzuhegen und auch einen Weg aus der Corona-Pandemie zu finden. Es wird viel geschrieben und geredet über neue Therapien oder möglicherweise auch über einen Impfstoff, aber das Ganze erscheint bestenfalls am Horizont oder sogar nur dahinter. Was es gibt, sind digitale Instrumente. Sie helfen uns heute, unser gesellschaftliches, unser wirtschaftliches, zum Teil sogar unser Verwaltungsleben aktiv zu halten, funktionierend zu halten. Und wir haben demnächst auch die ersten digitalen Instrumente, um auf eher mittelalterliche Interventionen in unser Alltagsleben zu verzichten. Und damit meine ich vor allem eine Tracing-App. Ich meine nicht nur Datenspende-Apps oder andere Apps, die uns oder die auch Ärzten helfen, leistungsfähiger zu sein und irgendwo in Kontakt zu bleiben, sondern eine App, die in den Kern der Corona-Krise eingreift. Und diese Tracing-App war eigentlich schon fertig. Das war die App des PEPPT. Konsortiums auf Basis des einschlägigen Standards. Sie hätte nur noch in die Praxis gehen müssen. Und dann haben wir uns hier in Deutschland gestritten wie die Kesselflicker. Ein Streit, der extrem viel Vertrauen gestört hat und dem im Grunde genommen nur wirkliche Insider folgen konnten. Weil natürlich auch die jetzt propagierte dezentrale Lösung im Hintergrund, im Backbone und auch in der Serverinfrastruktur braucht. Aber so ist nun mal die Entscheidung getroffen worden. Das heißt, man ist nicht zurück auf Null, aber man muss jetzt viel Arbeit neu machen, die bereits geleistet wurde. Und wenn alles gut geht, haben wir in einigen wenigen Wochen eine App verfügbar, die Distanzen misst und das Ganze sehr datenschutzfreundlich. Und die Frage, ob diese App erfolgreich sein wird, ob wir ihre Wirkung spüren werden, die hängt davon ab, ob alle mitmachen. Und wenn 60-70%, so eine Studie aus Oxford, diese App tatsächlich auch nutzen, dann heißt das, dass wir auf alle anderen Instrumente, die so tief in unsere Grundrechte, in Freiheitsrechte, in die Rechte auf Gewerbefreiheit eingreifen, dass wir diese Instrumente nicht mehr brauchen und ein mehr oder weniger normales Leben wieder führen können. Darum muss es jetzt gehen und dann muss es um etwas Zweites gehen. Wenn wir nur darüber reden, wie wir die Krise möglichst schnell hinter uns lassen, dann verpassen wir eine riesige Chance. Es kann nicht darum gehen, die Zeit nur möglichst kurz zu halten und das Rad dann digital zurückzudrehen in die alte analoge Welt, sondern wir müssen dafür sorgen, dass etwas bleibt, im Positiven bleibt. Und hier hat die Corona-Krise tatsächlich auch viel geleistet. Sie hat einen digitalen Schock ausgelöst und sie hat einen digitalen Schub veranlasst. Und den Schub, den müssen wir jetzt mitnehmen. Und das, was wir in den letzten Jahren an vielen Stellen verpasst haben, jetzt in Form eines Crashkurses möglichst schnell nachholen.
sodass, wenn etwas von Corona bleibt, es das Digitale ist und eben nicht das Virus ist. Das Virus müssen wir bekämpfen und können wir auch digital bekämpfen, aber das Digitale muss bleiben über den Tag X zum Ende der Corona-Krise hinaus. Herr Winkelhofer, dann würde ich gerne das Wort an Sie richten. Sie können natürlich gerne gleich Stellung beziehen hier zu den Zukunftsvisionen und den Wünschen, die Herr Rohleder zur Sprache bringt. Aber zunächst muss man mal feststellen, dass Sie in Österreich aus deutscher Sicht jetzt einfach schon in der Zukunft angekommen sind. Und Sie haben es einfach gemacht. Die Corona-App, die App Stop Corona, die läuft bei Ihnen schon. Wie haben Sie das so schnell hinbekommen? Ich darf Sie in der Welt vor 6 Wochen entführen. Da gab es Contact Tracing Apps in Europa noch nicht. Und das zeigt diese enorme Dynamik in der Entwicklung. Anfang März ist der Krisenstab der Bundesregierung und des Roten Kreuzes an uns herangetreten mit der Frage, wie kann Technologie die aktuelle Situation in den nächsten 2 bis 4 Wochen unterstützen, um Leben zu retten. Wir erinnern uns, das war die dramatische Situation der exponentiellen wachsenden Infektionszahlen und einem sehr ungewissen Ausblick. Und die Maßgabe bei der Umsetzung war, schnell zu sein, robust und sicher zu sein und skalierbar zu sein, damit es nicht nur einzelnen Menschen, sondern auch der gesamten Bevölkerung zugutekommt. Innerhalb von 24 Stunden haben wir das erste Konzept zu dieser App mit einem sehr erfahrenen Krisenmanager des Roten Kreuzes erstellt. Und es war eigentlich von vornherein klar, dass Akzeptanz entscheidend ist. Man kann keine Menschen dazu verpflichten, eine App zu nutzen, aus technischen Gründen nicht. Und daher haben wir noch vor der App-Umsetzung User-Befragungen gemacht, unter welchen Voraussetzungen Sie so eine App nutzen würden. Und da haben Sie ganz klar gesagt, keiner lässt sich gerne verfolgen. Daher maximale Anonymität und Datenminimalismus ist entscheidend. Das Zweite war interessant, staatlichen Organisationen wurde in der Krise weniger Vertrauen ausgesprochen als zum Beispiel dem vertrauten Träger des Roten Kreuzes, der erwiesenermaßen ein Krisenmanager ist und in der Krise hier unterstützt. Und das Dritte war Selbstkontrolle. Es war die Bitte der Nutzer, über jede Aktion der App auch selbst die Kontrolle zu haben. Und da haben wir mit einer manuellen Kontaktaufzeichnung gestartet. Das hat sich dann gedreht nach 2 bis 4 Wochen im Feld, hat die Nutzungsfrage ergeben, Convenience ist auch ein hohes Gut, daher auch eine automatische Erfassung der Kontakte. Wichtig ist bei Zeitgewinn, behördliche Prozesse sind ja nicht ausgelegt für so eine Krise per se. Und es wäre auch übertrieben, wenn die ganze Behördenlandschaft so gestafft ist, dass sie so eine Krise jeden Tag bewältigen kann. Aber auch Entscheidungsprozesse brauchen seine Zeit. Daher war die Entscheidung auch vom Krisenmanager des Roten Kreuzes, hier bewusst nicht parallel Behördenprozesse zu integrieren in die App, sondern das als Maßnahme neben den bestehenden Prozesse des modernen Contact Tracings zu machen, damit man Zeit gewinnt. Und dieser Zeitvorteil ist ja, wie wir wissen, so wichtig, um Infektionsketten zu unterbrechen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Zusatzfunktionen, die die Gesundheitsämter da nutzen können, erst noch hinzugefügt? Das ist eine Parallelmaßnahme. Die App wurde rasch entwickelt und ist jetzt innerhalb von 2 Wochen umgesetzt worden und seit mittlerweile 5 Wochen entfällt und ergänzt die bestehenden Maßnahmen. Ist ein wichtiger Bestandteil des sogenannten Containment 2.0, um hochsensitiv entsprechend Warninformationen festzustellen. Das heißt, über einen Symptomcheck, der sehr einfach gehalten ist, zu verstehen, wo potenziell Gefahr ist und dann mit der raschen Labortestung auch Klarheit zu schaffen und hier entsprechend diese beiden Zustände. Habe ich möglicherweise einen Kontakt gehabt mit einer Person, die infektionsgefährdet ist, oder ist es bestätigt, dass diese Person eine Infektion hatte? Das sind diese 2 Staate, die mit den digitalen technischen Möglichkeiten viel rascher an die Kontakte weitergegeben werden können als über diese manuellen Prozesse. Ist aber kein Ersatz, denn hinter so einer bestätigten Meldung liegt ja auch ein Behördenprozess wie, ich muss mich absondern, ich muss in Quarantäne gehen. Das sind ja Bescheide, die einen behördlichen Charakter haben, die jedenfalls folgen müssen, weil sie einen anderen Rechtsstatus haben als eine anonyme Nachricht in einer App, die diesen Geschwindigkeitsvorteil ausspielt. Um die Zeit jetzt hier sinnvoll zu nutzen, würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich gleich mal in die Vorstellung der App
einsteigen. Sie können uns nämlich schon was zeigen. Vielleicht ja, können genau, Sie auch die Funktionsweise gleichzeitig ein bisschen erklären. Wunderbar. Ich teile Ihnen den Screen der App, die sehr einfach gehalten ist. Sie hat im Wesentlichen drei Kernelemente. Ein Kernelement ist die Kontaktverfolgung selbst und die funktioniert entweder automatisch über Bluetooth, wo in der Nähe festgestellt wird, wo Sie andere Telefone finden, die die App installiert haben. Sie können das aber auch manuell machen. Wenn Sie zum Beispiel jemand anhusten, wollen Sie ja nicht noch einmal eine Viertelstunde neben dieser Person stehen, um das automatisch aufzuzeichnen, sondern das ist dann etwas, wo Sie auch manuell diese Kontaktverfolgung machen können. Und dann gibt es noch zwei wesentliche Funktionen. Einmal die Symptomprüfung, wo Sie Symptome abprüfen können, um schon bei einem entsprechenden Verdacht einer Infektion rasch Ihr Umfeld informieren können. Das sind einfach gehaltene Fragen. Wenn Sie sich gut fühlen, bekommen Sie die... Eine Frage zwischendurch. Haben Sie jetzt die Optik schon mit uns geteilt? Also sollten wir jetzt schon was sehen von der App? Weil wir können, so wenn ich das hier richtig sehe, nichts von der Oberfläche sehen von der App. Dann bitte ich die Regie, das umzustellen. Ich sehe auf meinem Stream eingeblendet die geteilte Oberfläche der App. Sonst tinyurl.com/stopcorona kann man diese App und jeden Screen einzeln auch nachvollziehen und prüfen. Können wir das schnell umsetzen? Meine Frage an die Regie. Vielleicht können wir, während hier technisch gearbeitet wird, noch mal ganz kurz darüber reden. Sie haben gesagt, die App ist jetzt 5 Wochen circa im Betrieb. Jetzt liest man hier in der deutschen Presse schon, naja, 400.000 von fast 9 Millionen Österreichern. Das ist ja noch nicht so viel. Jetzt muss man sagen, ist es für 5 Wochen vielleicht doch viel? Und wie wirksam ist die App denn derzeit mit dieser Anzahl von Usern? Die Wirksamkeit ist gegeben, es sind schon hunderte Infektionsmeldungen eingelangt und die App wird verwendet, das ist das Schöne. Faktisch ist in der jetzigen Situation, wo sehr starke Ausgangsrestriktionen und Bewegungsbeschränkungen stattfinden, ja auch die App noch nicht in ihrer vollen Wirksamkeit da, sondern erst wenn schrittweise die Bevölkerung sich wieder in Kontaktsituationen begibt, dann ist es relevant, die App zu verwenden. Und darum, nach dieser allgemeinen Ersteinführung und der gesellschaftlichen Diskussion, die wir jetzt hinter uns haben, auch bezüglich Freiwilligkeit zum Beispiel, findet jetzt nächste Woche dann eine starke Werbemaßnahme statt, um für Mitte Mai, wenn die Gesellschaft wieder in Gang kommt, die entsprechende Verbreitung zu haben, wohlgetimt und wohlgetaktet, dass zum richtigen Zeitpunkt auch die Leute die App verwenden können. Ich hoffe, die Oberfläche der App wird uns gleich geteilt. Ich starte trotzdem noch mal mit einer weiteren Frage. Jetzt ist es ja so, dass auch in Österreich die Mobiltelefone mit den Betriebssystemen von Google und von Apple laufen. Wie war da die Zusammenarbeit mit Apple und Google? Und gibt es auch die Restriktion, dass tatsächlich nur Ihre App dort laufen darf? Oder dürften sich jetzt theoretisch auch andere Entwickler dafür bewerben, auf der Plattform zu laufen? In der Zusammenarbeit mit Apple und Google hat man gesehen, dass die amerikanische Infektionswelle etwas hinter der europäischen nachhinkt, daher auch die Überlegungen etwas verspätet gestartet sind. Aber die Erfahrungen, die wir gewonnen haben, sehr wertvoll als Input aufgenommen worden. Ich meine, wir haben eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, arbeiten mit beiden Konzernen zusammen. Und so viel kann ich sagen, wir sind sehr glücklich über die Entwicklung der Schnittstellen und sehen sehr viele unserer Anforderungen abgedeckt und kann mich an der Stelle nur bedanken für die sehr konstruktive Zusammenarbeit. Die Geschichte mit einer App pro Land macht schon grundsätzlich Sinn, dass wir hier nicht die Bevölkerung verwirren mit einem Überangebot an Apps. Es ist die Möglichkeit, die auch die Konzerne anbieten, regionale Apps zur Verfügung zu stellen, falls man sich dafür entschließt, die regional entsprechend auszugeben. Aber grundsätzlich ist diese Ansicht plausibel und nachvollziehbar. Ich glaube, es läuft auch am besten tatsächlich, wenn man nicht zum Beispiel auch 2 Apps auf dem Handy hat, ist dann die Funktionsweise der einzelnen App besser? Das sind alles technische Restriktionen, die Sie ansprechen. Natürlich macht es wenig Sinn, gleichzeitig 2 verschiedene Bluetooth-Signale zu tracen und tracken. Viel wichtiger ist die Interoperabilität zwischen Apps und zwischen Ländern. Und hier sind wir gemeinsam mit dem DP3D-Konsortium oder mit der Gruppe und Apple und Google in Austausch, um hier auch eine grenzüberschreitende Wirksamkeit zwischen Apps sicherzustellen. Und hier werden in den nächsten Tagen die Standards auch veröffentlicht werden. Super, vielen Dank, Herr Winkelhofer. Ich frage mal ganz kurz nach der Zeit, ob ich noch eine Frage hinterher schieben soll oder ob wir jetzt lieber weitermachen mit dem Thementeil Daten. Könnt ihr mir da vielleicht ganz kurz was sagen aus der Regie?
Okay. Dann machen wir jetzt weiter. Das tut mir leid, dass wir jetzt die Oberfläche nicht mehr teilen können. Wir versuchen es einfach zum späteren Zeitpunkt in der Sendung nochmal. Da hatten wir jetzt leider einen technischen Hacker. Aber wir machen mit den Daten weiter. Dank unserer Smartphones soll ja genau wie in Österreich die neue App in Deutschland Daten liefern, die dann helfen, die Infektionsketten aufzuzeigen und möglichst die Infektionsketten zu unterbrechen. Wir schwenken jetzt zur Telekommunikation, einer wirklich systemrelevanten Branche in der aktuellen Krise. Basierend auf anonymisierten Mobilfunkdaten lassen sich nämlich schon jetzt wertvolle Analysen erstellen. Und dazu befrage ich jetzt Pia von Howald. Was tut denn Telefonica Deutschland, um der gesellschaftlichen Verantwortung in der aktuellen Corona-Krise gerecht zu werden? Ja, starten wir vielleicht mal. Hallo nochmal von meiner Seite. Mal einmal ganz allgemein, was tut denn die Telefonica Deutschland, um der gesellschaftlichen Verantwortung dieser Krise gerecht zu werden? Und das tun wir in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also zum einen müssen wir mal feststellen, Telekommunikation an sich, das ist eine Grundversorgung. Und Telefonica Deutschland verbindet die meisten Menschen mit Mobilfunk in Deutschland. Und das tun wir durch Telefonie, das tun wir durch Datenverbindung. Und das spielt nun mal eine sehr, sehr wichtige Rolle, um diese Krise bestmöglich zu bewältigen. Denn nur so können wir uns ja in dieser Kontaktsperre nah sein. Und wir müssen ja ganz klar mal festhalten, dass ohne Telekommunikation ein soziales und wirtschaftliches Leben ja faktisch gar nicht mehr stattfinden würde. Und ich hoffe, dass Sie und auch das Publikum heute, das Plenum, ebenfalls die Erfahrung bestätigen kann, dass das im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Netze in Deutschland sind leistungsstark und wir sehen, dass das O2-Netz sehr, sehr zuverlässig und sehr stabil läuft, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist natürlich motivierend. Das ist motivierend auch für alle unsere Mitarbeiter und insbesondere die Mitarbeiter im Netzbetrieb, die zurzeit wirklich viele extra Meilen gehen. Also die Netze sind schon wirklich deutlich besser als ihr Ruf. Aber daneben, dass das ganze Netz natürlich stabil sein muss, kommt auch noch hinzu, dass wir bei den Datentarifen eine Grundversorgung sicherstellen. Deswegen ist es auch möglich, und das haben wir sehr früh eingeleitet, dass Privat- und Geschäftskunden, wenn ihr Highspeed-Datenvolumen in den Tarifen aufgebraucht ist, auch dann mit einer erweiterten Geschwindigkeit, einer erweiterten Drosselgeschwindigkeit unterwegs sein können, das Internet nutzen können. Und da haben wir auf 384 Kilobit pro Sekunde angehoben. Das ist schon digitale Vernetzung, die damit möglich ist. Und das ist relevant für unsere Kunden und unsere Kunden nutzen das auch. Also das sind schon wirklich auch gute Nachrichten. Und da sind wir wirklich stolz drauf als Telefonica Deutschland, dass wir dieses Prinzip der Grundversorgung erstmal sicherstellen können. Für unsere Mitarbeiter spielt das natürlich auch alles eine ganz große Rolle, was jetzt gerade passiert. Und auch für als Arbeitgeber versuchen wir natürlich, den Geschäftsbetrieb mit einem ganz geringen Ansteckungsrisiko weiterzuführen, es wirklich zu minimieren, das Ansteckungsrisiko. Und das war schon eine tolle Erfahrung, aber ich sehe, dass es wahrscheinlich bei den Kollegen hier im Panel und sicherlich auch bei der Zuhörerschaft so, dass wir feststellen, dass das Homeoffice wirklich gut funktioniert. Also die Mehrheit der 8.500 Mitarbeiter von Telefonica arbeitet schon seit 7 Wochen im Homeoffice und die Collaboration-Tools, die wir einsetzen, die funktionieren genial und vor allen Dingen die Kreativität, die die Teams heute mitbringen, miteinander zu kommunizieren, zu arbeiten vom Homeoffice aus, das ist schon wirklich richtig toll. Ich finde, da können wir viel, viel für die Zukunft lernen und denke auch, ja, um an das Intro nochmal anzuschließen, das Video, da steckt viel Potenzial drin, das wir auch nach der Corona-Krise nutzen können, um wirklich toll in die Zukunft zu steigen können mit diesem digitalen Push. Ja, und last but not least, jetzt komme ich mal auch nochmal auf die Frage zurück, was tun wir denn eigentlich mit anonymisierten Daten und mit unseren Analysepartnern? Auch da, das ist ein spannendes und sehr zukunftsweisendes Thema. Wir können auf der Basis von anonymisierten, aggregierten Daten Mobilitätsströme sichtbar machen. Ja, und die können auch ganz gezielt eingesetzt werden im Kampf gegen die Verbreitung von Corona. Da unterstützen wir zum Beispiel mit unserem Analysepartner Teralytics das Robert-Koch-Institut.
Können Sie uns vielleicht noch mal genau erklären, was mit anonymisierten Daten genau gemeint ist? Ist ja also das Thema eigentlich dieser Zeit, um auch Bereitschaft da draußen zu generieren. Und da sind Sie natürlich ein Teil, der dieses Vertrauen auch bringen kann. Also anonymisiert bedeutet natürlich jetzt erstmal in erster Linie, dass es nicht keine Rückschlüsse auf Individuen möglich sind. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ja. Wie funktioniert das und was sind das für Daten, die wir erheben? Wenn unsere Kunden, unsere fast 50 Millionen Kunden unterwegs sind mit Endgeräten, ne, sei es ein Smartphone, das kann auch ein altes Tastentelefon sein oder ein Tablet, wenn die unterwegs sind, telefonieren, im Internet surfen, SMS versenden, sich überhaupt bewegen, dann hinterlassen sie Spuren im Netz. Und das sind Mobilfunk-Events oder Netz-Events, davon wir finden so ungefähr 9 Milliarden pro Tag statt. Also das ist wirklich, das ist richtig Big Data. Und diese Daten, die werden in einem Anonymisierungsverfahren auf unserer Datenanonymisierungsplattform schrittweise anonymisiert und wieder aggregiert. Und damit ist erstmal eine Rückverfolgung auf einzelne Personen gar nicht mehr möglich. Ja. Es sind wirklich Location-Network-Events, die sind anonymisiert und aggregiert. Und die stellen wir einem Analysepartner zur Verfügung. Und darauf basierend, und das wird der Georg Polzer gleich nochmal erklären, werden diese Analysen gemacht. Und nur die fertigen Analysen reichen wir unseren Kunden weiter. Das sind Datenkunden, die hauptsächlich auch aus dem öffentlichen Bereich kommen. Verkehrsbetriebe zum Beispiel, Städteplanung, für Städteplanung etc. Das sind Dinge, die dort eingesetzt werden können, aber halt eben auch im Robert-Koch-Institut. Wichtig ist halt, dass alles das, was wir tun, und auf der Datenanonymisierungsplattform tun, dass das vollumfänglich den strengen gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes genügt und dieses Verfahren auch von der Bundesbeauftragten für Datenschutz so bestätigt worden ist, beziehungsweise sogar gemeinsam entwickelt worden ist. Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es das Beste, dass Georg Polzer mal erläutert, was denn genau wir mit diesen Analysen sehen können und wie diese dem Robert-Koch-Institut helfen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Pierre. Und freue mich auch sehr, heute hier dabei zu sein. Wir haben schon seit Längerem mit Telefonica in Deutschland eine gute und enge Zusammenarbeit etabliert, als eben, wie Pierre von Humboldt sagte, der Analysepartner, wenn es um die Auswertung dieser anonymisierten Telekom-Netzwerkdaten geht. Und zwar, was wir eben tun, ist, dass wir in einem sicheren Datenzentrum der Telefonica unsere Algorithmen auf diese anonymen, bereits anonymen Telekom-Netzwerkdaten anwenden und daraus dann bestimmen können, wie viele Menschen sich in Gruppen, stets nur in Gruppen, das ist ganz wichtig auch aus Datenschutzgründen, Gruppengröße mindestens 5, wie viele Menschen sich von A nach B bewegen in ganz Deutschland. Und ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, das auch visuell mal zu sehen, wie sowas aussieht, was passiert, wenn wir diese rohen Telekom-Netzwerkdaten nehmen und das dann umwandeln in ein Verständnis der Gesamtmobilität in Deutschland. Für diesen Zweck werde ich jetzt mal meinen Screen teilen. Ich hoffe, diesmal funktioniert es und die Technik spielt mit. Sehen Sie meinen Screen? Das sieht gut aus, ja. Ja, fantastisch. Mhm. Super. Genau, also was Sie hier sehen, ist Deutschland. Das ist die gesamte Mobilität in Deutschland, basierend, wie gesagt, auf den anonymen Telekom-Netzwerk-Events der Telefonica Deutschland, O2. Natürlich ist das bekannt als O2 in Deutschland. Und wenn ich jetzt ein bisschen mal in diese Darstellung einführe, kann ich zum Beispiel mal das Ruhrgebiet mir anschauen und kann mir anschauen, wie viele Reisen hinein in das Ruhrgebiet und aus dem Ruhrgebiet heraus stattfanden diesen Samstag. Also es sind sehr, sehr frische Daten, die hier vorliegen. Also wie viele Reisen an diesem Samstag vor 3 Tagen in Deutschland stattfanden. Ich kann mir auch anschauen, wie sich dann dieser Samstag, der natürlich jetzt ganz klar auch betroffen ist durch Corona und die Mobilitätseinschränkungen, wie sich dieser Samstag vergleicht mit einem normalen Samstag, ja, zum Beispiel irgendwann im Februar, wo eben diese Mobilitätsbeschränkungen noch nicht bestanden. Und da gibt sich eben folgendes Bild.
dass wir beispielsweise im Bereich des Ruhrgebietes 50% weniger Reisen beobachten können im Vergleich zu einem normalen Samstag im Februar. Und wir können jetzt auch zum Beispiel mal uns anschauen, was passiert bei Reisen zwischen dem Berliner Großraum und dem Ruhrgebiet. Wie viele Reisen fanden da statt? Da sehen wir erstmal, dass wir 87% weniger Reisen haben auf dieser Strecke. Und wenn wir es auch noch vergleichen dann nach Verkehrsmitteln, also unsere Algorithmen können auch noch herausfinden aus den Telekom-Netzwerkdaten, wie viele Leute das Flugzeug, den Zug oder das Auto benutzen. Wir sehen zum Beispiel, dass keinerlei Flugreisen mehr stattfinden und fast 90% weniger Zugreisen. Und diese Daten sind natürlich täglich aktualisiert, verfügbar über ganz Deutschland. Und das ist sehr hilfreich, natürlich einerseits, wie von Huwald auch schon darstellte, für Verkehrsbetriebe, die jetzt in der aktuellen Situation ihr Angebot neu strukturieren müssen, neu anpassen müssen. Sämtliche bestehenden Verkehrsmodelle und Fahrplandaten sind jetzt auch im Grunde überholt und müssen angepasst werden anhand solcher aktuellen Daten, wie wir sie zur Verfügung stellen können. Andererseits, neben diesen Verkehrsbetrieben und Verkehrsbehörden beliefern wir auch, wie bereits erwähnt, das Robert-Koch-Institut, was ja in Deutschland eines der führenden Einrichtungen ist, aktuell in der Bearbeitung und der Antwort und auch politischen Antwort, insbesondere gegen die Corona-Krise. Und da haben wir eben eine enge Zusammenarbeit auch etabliert mit dem Robert-Koch-Institut. Das ist jetzt hier die Website, die ich auch zeige, wo das Robert-Koch-Institut einerseits hier öffentlich verfügbar publiziert, welche Analysen sie durchführen. Diese Analysen, die ich jetzt gleich zeigen werde, die finden natürlich auch ihren Weg hin in das Bundesgesundheitsministerium und auch das Kanzleramt und helfen in Deutschland die Entscheidungen auch mit Daten zu unterfüttern. Wie sollen Ausgangsbeschränkungen angepasst werden und auch was für Auswirkungen hat das und wie können auch die Auswirkungen minimiert werden auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, gerade Gebiete zum Beispiel mit geringeren Einkommen oder ländliche Gebiete will man auch darauf achten, dass die nicht stärker betroffen sind noch durch die Bewegungseinschränkungen als zum Beispiel die städtischen Gebiete. Aber ich scroll einfach mal ganz kurz durch, um so ein paar Beispiele zu geben, was das Robert-Koch-Institut auf Basis der anonymen Daten von Telefonica und unseren Analysen darstellt. Wir sehen hier die Mobilität auch in Deutschland verglichen zu dem 1. März und dann im Lauf des Aprils bis zum, ich glaube, es ist der 22. April, der hier, 12. April, der hier drin ist. Man sieht also ganz klar einen starken Einbruch, jetzt nicht so stark wie zum Beispiel zwischen Ruhrgebiet und Berlin spezifisch, aber über Gesamtdeutschland sehen wir einen Einbruch von 22% der Mobilität. Und werden dann auch Analysen bezüglich des Wochenendes zum Beispiel gefahren und auch eine Korrelation zwischen den Fallzahlen und der Mobilität. Jetzt noch ganz kurz, bevor ich wieder übergebe an weitere Redner heute, noch ganz kurz andere Beispiele, die ich geben möchte, neben dem Robert-Koch-Institut auch, wo wir aktuell helfen mit unseren Daten. Einerseits zum Beispiel auch die Berliner Verkehrsbetriebe. Ich erwähnte schon, dass die ihre Fahrpläne auch anpassen müssen, die ein Kunde bei uns sind, wo wir denen die Analysen geben, wie viele Personen fließen durch jede U-Bahn-Station durch, zum Beispiel in Berlin. Und wir ihnen das dann auch über einen Graphen darstellen können für jede U-Bahn-Linie von Tag zu Tag, sehr, sehr aktuell, wo wir einen sehr, sehr starken Einbruch zum Beispiel der U-Bahn-Nutzung in Berlin beobachten können von ungefähr 70%. Also gerade zu heutigen Zeiten haben die Leute auch einfach ganz klar eine Präferenz aufs Fahrrad oder Auto, wenn sie sich überhaupt bewegen. Also sprich auch der Einbruch der U-Bahn-Nutzung ist nochmal deutlich stärker als der Gesamtmobilitätseinbruch, den wir verzeichnen können. Mhm. Und ganz kurz abschließend noch, das geht natürlich auch noch in anderen Ländern. Also wir haben zum Beispiel in Italien, arbeiten wir auch mit dem dortigen Telekom-Unternehmen zusammen und haben zum Beispiel hier für La Repubblica haben wir uns angeschaut, wie die Leute aus dem Norden, wo ein Epizentrum des Coronaviruses war, in den Süden die Leute geflohen sind vor diesem Virus. Oder natürlich auch Ähnliches zum Beispiel in den UK, wo wir auch die Downing Street Number 10 liefern mit ähnlichen Analysen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Polzer. Vielen Dank, Frau Hubald. Wir sprechen gleich noch in der Diskussionsrunde weiter. Deswegen jetzt erstmal keine weitere Frage. Aber wir kommen jetzt zunächst zum Thema Gesundheitszertifikat, das sich ja derzeit in der Entwicklung befindet. Zwar gibt es da noch keine eindeutige politische Entscheidung über den Einsatz eines solchen digitalen Corona-Gesundheitspasses. Gesundheitsminister Spahn hat die Sache jetzt erstmal einem Ethikrat übergeben, weil sich doch eine ziemlich hitzige politische Diskussion angekündigt hat, die Deutschland da wirklich spalten könnte. Doch die Stadt Köln, Digital Health Germany, die Bundesdruckerei, Lufthansa und weitere große Namen, die arbeiten gemeinsam mit der Ubirch GmbH als Blockchain-Provider an der Entwicklung. In Zukunft könnte so ein Gesundheitszertifikat dann also darüber Auskunft geben, ob jemand infiziert, immun, jetzt mit dem neuen Test, oder, und das wäre dann noch ein bisschen Zukunftsmusik, schon geimpft ist. Stefan Noller, wie bereits erwähnt, Sie sind mit der Ubirch GmbH an der Entwicklung des Gesundheitszertifikats dran. Der flächendeckende Antikörpertest, der ist uns gestern der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Wäre das sowas wie die Grundlage für so einen Immunitätspass? Also zunächst mal vielen Dank, hier dabei sein zu können. Und was mir wichtig ist, ist zunächst mal eine gewisse Klarstellung und Einordnung dessen, woran wir hier arbeiten. Das ist nämlich nur am Rande, hat das mit Immunität und Antikörpern zu tun. Ja, denn es ist ja gerade erst 2-3 Tage, dass wir die Info haben, es kommt jetzt gleich ein verlässlicher Antikörpertest. Und man muss auch sehen, dass die Strategie Richtung Immunität und vorhandene Antikörper zu gehen, nicht wahnsinnig weit aus dem Lockdown raushelfen würde. Weil nach allen Annahmen, die wir derzeit haben, sind irgendwie zwischen 1 und 2% der Bevölkerung mit dem Virus in Kontakt gegeben, also können Antikörper maximal haben, 98% nicht. Ne? Und deswegen ist unser Ansatz eigentlich ein anderer, nämlich zu sagen, wir haben große Kapazitäten, Virentests durchzuführen. Ne? Der sogenannte PCR-Test ist einfach eben der Nachweis, ob Sie den Virus aktuell im Körper haben oder nicht. Und dieser Test hat einen spannenden Aspekt, auf den auch das Robert-Koch-Institut immer wieder hinweist. Auch in ihrer Nowcast-Technik wird das verwendet, nämlich die Tatsache, dass man etwa 3 Tage nicht infektiös ist, wenn so ein Test negativ ist. Also man kann niemanden anstecken in diesen 3 Tagen, selbst wenn man sich unmittelbar nach dem Test mit dem Virus ansteckt. Dann dauert es eben 3 Tage, bis der Körper den Virus so weit hat gedeihen lassen, dass man ansteckend ist. Und da sagen wir, und übrigens auch generell, dass wir mit Digitalisierung, ja, dass wir dieses, dass es nicht sein kann in 2020 und in dieser fundamentalen Krise, dass wir mit diesen so wichtigen Testergebnissen auf Papier durch die Gegend laufen oder die per Post zugeschickt bekommen oder die per Fax im Gesundheitsamt aufschlagen, was tatsächlich derzeit der Fall ist, sondern dass wir natürlich die digitalisieren sollten, ja, die in Form einer App oder in Form eines QR-Codes mit uns dabei haben können müssen und dann natürlich auch so verlässlich und sicher wie möglich, dass man die nicht fälschen kann. Ja. Und dem widmet sich eigentlich unsere Initiative. Erst wenn flächendeckend ja, Immunität oder Antikörper nachweisen, Punkt wird, kann man das mit integrieren. Das ist auch dafür vorbereitet. Aber spannender finden wir eigentlich jetzt zu sagen, wie kann man die erklärte, auch von der Bundesregierung ja erklärte Teststrategie, wo wir ja gerade, das macht uns so stark in Deutschland, dass wir so intensiv und so massiv getestet haben von Anfang an. Und nebenbei gesagt, 40% der Kapazität ist unausgelastet, also wir könnten noch viel mehr testen momentan. Wie man das digital begleiten kann und als digitales Merkmal zur Verfügung stellen kann für Menschen, die diesen Test gemacht haben. Das ist eigentlich das Ziel dieser Initiative. Das finde ich ganz interessant, dass Ihre Sichtweise dahin geht, dass wir massiv getestet haben in Deutschland, weil ja doch auch relativ viel Kritik daran kam, dass man sich doch einige Hürden überwinden musste, um sich testen zu lassen. Aber lassen Sie uns nochmal auf die Funktionsweise zurückkommen, die Ihre App ja bietet. Also das geht ja eigentlich auch um eine weitere App, die verschiedene Funktionen hat. Wie genau könnte das aussehen? Ja, also das ist tatsächlich ganz spannend. De facto sind es mehrere Apps, ne? Je nachdem, ob Sie im Klinikkontext verwenden, dann sind das unsere Partner Helix oder MDoc, ne, die so Patientenbegleit-Apps für den Klinikkontext gemacht haben. Dort kann ein Corona-Testergebnis angezeigt und verifiziert werden. Wenn es außerhalb des Krankenhaus-Klinikkontextes ist, dann präferieren wir die App Lissi von der Bundesdruckerei und Partnern, ne, die haben die mit Partnern entwickelt. Und die implementiert ein sehr spannendes Prinzip, das sehr datenschutzfreundlich ist, nämlich das der sogenannten Self-Sovereign Identity. Und das ist die Idee, dass die kritischen Merkmale über einen selbst
von der besten Person verwaltet werden, die man sich vorstellen kann, nämlich von einem selbst. Ja? Das heißt, der Corona-Teststatus ist sozusagen nur in Ihrer App, in Ihrer Hosentasche verfügbar, dort sehr sicher und verifizierbar. Und Sie entscheiden, ob Sie den vorzeigen wollen, jemanden zur Verifikation anbieten wollen und so weiter oder auch nicht. Ja? Und dadurch vermeidet man, dass ein zentraler Datenspeicher aufgebaut wird mit medizinischen Daten. Das ist in diesem System überhaupt nicht vorgesehen, sondern es ist ein rein dezentrales System, wo ich diesen Status mir in meine App ziehen kann. Und dann kann ich sagen, ich kann jetzt hier irgendwo beim Betreten eines Altenheims zum Beispiel den vorzeigen. Kann zeigen, dass der jünger ist als 3 Tage und dass ich de facto nicht infektiös sein kann, selbst wenn ich den Virus schon in mir habe. Und kann das digital verifizieren. Also ich kann über einen Link in die Blockchain sozusagen nachgucken, ob das ein echtes Laborergebnis ist, das ich dort vorzeige oder eben nicht. Das heißt, Sie haben von Anfang an die dezentrale Speicherweise gewählt. Weil mir ist nicht ganz klar, wie der Zusammenhang ist zwischen Blockchain und PEP-TT, ob sich das gegenseitig begründet. Können Sie uns vielleicht kurz zur Funktionsweise von Blockchain noch mal was erklären, möglichst so, dass es technikaffine, aber trotzdem keine Tech-Insider verstehen können. Ja klar, gerne. Die Blockchain ist auch ein dezentrales Protokoll. Ja. Die ganze Idee der Blockchain war, einen sehr verlässlichen Speicher zu bauen, in dem übrigens mit extrem datenschutzfreundlichen Technologien, weil es immer verschlüsselt ist, also es wird nie irgendwas lesbar dort abgelegt, per Definition nicht, verteilt über viele Knoten, die von verschiedenen Parteien betrieben werden, so eine Art Ground Truth erzeugt werden kann. Ja? Das ist einfach, wenn Sie einen dieser Server übernehmen oder hacken, dann können Sie das Ergebnis nicht beeinflussen, weil immer noch auf 100 anderen Servern von anderen Parteien eine Kopie vorgehalten wird und die werden untereinander abgeglichen und die Mehrheit gewinnt. Ja? Damit bekommen Sie ein in seiner Natur verteiltes, dezentrales Netzwerk von Systemen, wo Sie kryptografische Informationen ablegen können. Und das ist halt genau, was wir machen. Das ist Corona-Testergebnis aus dem Labor als Kryptonachweis in die Blockchain geschrieben wird. Ja, da wird sozusagen ein Fingerprint erzeugt. Der wird dort abgelegt, ein sogenannter Hash. Und diesen, den können nur Sie, ja, wenn Sie ein Testergebnis haben, verwenden, um die Verifikation zu triggern. Ja, jemand anders kann mit dem nichts anfangen. Der ist ein Wirrwarr-Zeichen-String, ne, der da abgelegt wird. Aber wenn Sie irgendwo am Gate stehen oder in eine Messe besuchen wollen oder eben in ein Altenheim rein wollen, können Sie sagen, ich kann diesen dort abgelegten Krypto-Anker oder Fingerprint verwenden, um zu beweisen, dass dieses Testergebnis, was ich hier vorzeige, wirklich im Labor entstanden ist, dass die Uhrzeit stimmt und dass auch das Ergebnis des Tests tatsächlich so ist. Sie haben ein bisschen früher erwähnt, dass wir in Deutschland unsere vollen Testkapazitäten nicht ausnutzen. Wissen Sie was darüber, warum das der Fall ist? Naja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Es ist wirklich so, dass alle Labore, mit denen wir sprechen, sowohl die im Healthcare-Bereich als auch außerhalb, sagen, sie haben Kapazitäten verfügbar. Also es wird natürlich viel getestet, aber es würde deutlich mehr gehen. Das meldet ja auch das Robert-Koch-Institut jede Woche, diese beiden Zahlen. Und ich denke, es hat unterschiedlichste Gründe. Ja, das eine ist sicherlich, dass eine konsequente Teststrategie, wie sie von der Bundesregierung ja announced wurde, eigentlich noch fehlt. Insbesondere für den Bereich außerhalb des Healthcare-Systems im engeren Sinn. Also wenn ich ins Krankenhaus gehe und habe Symptome, kriege ich natürlich einen Test. Mhm. Inzwischen übrigens auch vermehrt ohne Symptome. Also hier in der Uniklinik Köln ist seit 2-3 Tagen, da kommt man auch einen Test, wenn man keine Symptome hat, wenn man es einfach nur möchte. Aber was noch fehlt, ist im Prinzip, ne, also wir haben was im sechsstelligen Bereich, 200.000-300.000 Tests pro Woche werden nicht genutzt. Und die könnte man natürlich nutzen, um zu sagen, ja, warum nicht das komplette Personal von Altenpflegeeinrichtungen oder das Kitas wieder hochfahren damit oder eben Produktionsbetriebe. Das, ja. Sehr interessanter Gedanke. Lassen Sie uns gleich das in der Diskussionsrunde vielleicht tatsächlich nochmal ausgreifen. Erstmal bis hierhin an Sie herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich möchte jetzt gerne alle Panel-Teilnehmer einladen, gleich an der Diskussionsrunde hier teilzunehmen. Erfahrungsgemäß sind unsere Gäste immer ein bisschen zaghaft und haben Angst, sich ins Wort zu fallen. Bitte ergreifen Sie trotzdem das Wort und versuchen, sich bemerkbar zu machen. Wir ordnen dann lieber im Nachhinein ein bisschen. Und an unsere Zuschauer, an unsere Basecamp-Community nochmal die Bitte, beteiligt euch bitte mit Fragen. Votet bereits gestellte Fragen hoch und runter und
Bevor wir hier gleich interaktiv in die Debatte einsteigen, zeigen wir noch einen Clip. Wir sehen jetzt Herrn Professor Dr. Debattin, er ist Chairman des neuen Health Innovation Hubs des Gesundheitsministeriums. Und das will den Dialog aller relevanten Akteure herstellen, alle innovativen Kräfte im Gesundheitswesen bündeln und außerdem die digitale Transformation im Gesundheitswesen vorantreiben und auch hier das technische Potenzial, was es schon gibt, voll ausnutzen. Hier ist seine Meinung dazu, was digitale Werkzeuge in der Corona-Krise tatsächlich bewirken können und was der Datenschutz dazu sagt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hier aus dem Health Innovation Hub in Berlin-Mitte. Es ist eine Freude für mich, heute mit dabei sein zu dürfen. Corona stellt unser aller Leben sicherlich im Augenblick auf den Kopf und es gibt ganz viele negative Konsequenzen, die sich daraus natürlich ergeben. Allerdings gibt es etwas, was in der Tat sehr positiv ist und das ist sehr viel Rückenwind für Digitalisierung. Warum? Weil Digitalisierung tatsächlich jetzt einen Nutzen entfalten kann, der für alle, für Ärzte, aber auch vor allen Dingen eben für Patienten und für Bürger erkennbar ist. Das fängt an mit der Videosprechstunde, die jetzt eine unglaubliche Popularität hat. Inzwischen über 100.000 Ärzte, die auf Teleplattformen entsprechende Angebote eben machen und die Bürger, die diese Angebote natürlich auch nachfragen. Und darüber hinaus ist es doch klar, dass wir digitale Anwendungen brauchen, um uns aus diesem Lockdown langsam herauszuschälen. Da wird ganz wichtige Rolle wird dabei natürlich spielen, die Proximity Tracing App. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sie jetzt schon verfügbar ist. Ich bin ganz guter Dinge, dass es Ende Mai der Fall sein wird, dann auch sicher mit Unterstützung eben aller relevanten Datenschützer. Denn es geht ja darum, dass ich als normaler Bürger gewarnt werde davor, dass ich in den letzten 2 Wochen mit jemandem in engem Kontakt war, das heißt mehr als 15 Minuten, weniger als 2 Meter, um ohne zu wissen, ohne zu erfahren, mit wem, wann und wo. Aber diese Information, die ist natürlich ganz wichtig, um Infektionsketten nachzuverfolgen, beziehungsweise sie auch ganz rasch zu unterbrechen. Diese gewarnten Menschen müssen dann auch prioritär getestet werden und insofern spielt das dann eben Hand in Hand. Das Zweite, was ganz wichtig ist aus der digitalen Sicht, ist eine gewissermaßen eine Corona-Akte, so will ich sie mal nennen. Auf der einen Seite Dokumentation des medizinisch Notwendigen, also Vorerkrankungen, Medikamente eingenommen, Symptom-Tracking, das engmaschig. Aber darüber hinaus, und das ist das Besondere hier in diesem Fall, eben auch die Dokumentation, wer hat mich besucht, mit wem hatte ich Kontakt, sodass ich eben ein Komplettbild eben aller relevanten Informationen zum Thema Corona habe. Ich glaube, wenn diese beiden Dinge sich in den nächsten Tagen und Wochen soweit verfügbar machen würden, vielleicht noch gekoppelt um die Frage eben ein digitales Home-Monitoring derer, die infiziert sind, sodass wir die sehr engmaschig kontrollieren können und vor allen Dingen sicherstellen können, dass Patienten, die infiziert sind, dass wir sicherstellen können, dass wenn sich deren Symptome verschlechtern, wir sie auch ganz schnell in ein Krankenhaus bringen können. Ich glaube, das sind sicherlich 3 ganz wichtige Beiträge aus Sicht der Digitalisierung, um uns aus diesem Lockdown zu befreien. Ganz ohne Maske hier wird es nicht gehen und ich kann nur alle animieren, diese Masken auch zu tragen und selbstverständlich wird es weitere Dinge geben müssen, wie zum Beispiel eine Medikamentierung. Hoffen wir alle mal, dass Remdesivir eben uns diesbezüglich ein bisschen voranbringt und am Ende natürlich dann auch ein Impfstoff. In dem Sinne aber euch allen, Ihnen allen besten Dank und gute weitere Diskussionen. Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Konsens, was die Wichtigkeit der neuen App betrifft. Und da würde ich jetzt gerne Herrn Winkelhofer nochmal bitten, vielleicht auch nochmal zu versuchen, die Oberfläche mit uns zu teilen. Vielleicht haben wir ja technisch jetzt mehr Glück. Wir wollen doch nochmal sehen, wie könnte sowas aussehen? Wie sieht es derzeit in Österreich aus? Wunderbar, mache ich gerne. Die relevanten Themen, die wir gerade gehört haben, sind auch die relevanten Themen, die in der App verankert sind. Sehen Sie den Bild jetzt? Nein, ich sehe es leider nicht. Ich kann Ihnen zwischendurch mal eine Frage stellen, die kommt hier. Jetzt haben wir den geteilten Screen. Sehr schön. Jetzt können wir die Oberfläche sehen.
Wunderbar. Besteht aus drei wesentlichen Funktionen. Die eine Funktion ist, wir haben es digitaler Handschlag genannt, das Contact Tracing. Das Ritual des Handschlags ist abhanden gekommen und wird durch eine digitale Variante ersetzt. Entweder automatisch, aber es kann auch Situationen geben, wenn ich geschützt bin, in einem Plexiglas sitze etc., dass ich das auch manuell machen will und nicht automatisch das erfolgt. Wenn ich zwei Smartphones habe, die manuell den Handshake starten, können sie dann auch manuell das Contact Tracing machen. Die zwei weiteren Funktionen sind einmal Symptome prüfen. Wenn ich jetzt schon Symptome spüre, kann ich eine gelbe Warnnachricht versenden an meine Kontakte und dann später entweder mit einer ärztlich bestätigten Meldung, also einer laborbestätigten Meldung, diese Meldung bestätigen oder entsprechend zurückziehen, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt. Hier datenschutzkonform die Abfrage, dass ich auch gewillt bin, das zu tun. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Krankheitssymptome habe, und hier das Leitsymptom Husten ohne plausible Erklärung könnte auch eine Allergie sein zum Beispiel. Und hier komme ich dann zum Ergebnis, ja, das ist ein entsprechender Verdachtsfall und ich kann anonym die Kontakte benachrichtigen. Hier gibt es noch eine Verifizierung, ob es tatsächlich eine Person ist mit einer Telefonnummer und einer TAN-Validierung. Und sobald das entsprechend eingetragen ist, kann ich hier, und ich mir auch sicher bin, dass ich den Verdacht melden will, kann ich den Verdacht melden. Ich bekomme dann die Instruktionen, was ich tun muss, in Österreich hier mit dieser Telefonnummer entsprechend zur Testung mich begeben. Dann sehe ich hier diese gelbe Warnung mit der Quarantäneempfehlung. Und in Österreich sollte es so sein, dass ich dann innerhalb von 24 Stunden Entwarnung geben kann und auch meine Kontakte informieren kann oder diese Warnung bestätigen kann, dann weiß mein Umfeld auch, ich habe eine gelbe Information bekommen, das ist ein Verdachtsfall, ich sollte Abstand halten zu meinem Umfeld, das ich schützen will, und wenn danach die rote Bestätigung kommt, weiß ich, ja, es hat sich bestätigt, jetzt sollte ich mich in Selbstisolation begeben versus die grüne Entwarnung, es hat sich nicht bestätigt, ich war vielleicht einen Tag Homeoffice zu Hause, habe Abstand gehalten zu meinem Umfeld und es ist nichts gewesen. Ich kann mich danach wieder normal weiter bewegen. So ist die Funktionsweise der entsprechenden Stop-Corona-App in Österreich. Tief nachvollziehbar zu sein. Ich würde gerne eine Frage stellen zur Speichermethode, vielleicht in Richtung Herrn Noller. Herr Winkelhofer, Sie dürfen natürlich auch gerne antworten, denn Sie arbeiten ja auch mit Google und Apple gemeinsam. Hier kommt die Frage von Christoph Dernbach aus der Community. Wurde die Speichermethode nicht bereits durch die Vorgaben von Google und Apple festgelegt? Also der bezieht sich hier, glaube ich, auf den Streit in Deutschland zum zentralen und dezentralen Ansatz. Ich glaube, das muss Herr Winkelhofer beantworten, weil es sich auf die Tracing-App bezieht. Gerne, ja. Ja, die Speichermethode ist eine Frage gewesen, die eigentlich sozusagen wissenschaftliche Bedeutung hat, aber jetzt weniger praktische Bedeutung. In Österreich haben wir sehr stark mit den NGOs und Datenschutzorganisationen rund um Max Schrems zum Beispiel zusammengearbeitet, die uns da auch entsprechend Feedback gegeben haben, dass wir eingearbeitet haben. Und da war die Sorge, dass die Kontakte ausschließlich hier auf dem Mobiltelefon gespeichert werden und nicht zentral an einer Stelle abgegriffen aber werden. Aber nochmal ganz kurz zurück zur Frage. Wesentliches Argument. Bitte einmal zurück zur Frage, ist durch Google und Apple, also durch die Betriebssysteme, die laufen oder auch die beiden Unternehmen, ist vorgegeben, welcher Speicheransatz gewählt werden muss? Ja, genau, durch dieses Framework, das Sie feststellen, um vor allem das iOS-Problem, also das Apple-Problem im Background zu lösen, geben Sie die Speicherung vor, und zwar dezentral auf dem Handy. Es ist nicht möglich, hier zentral Daten abzugreifen nach diesem neuen Framework, das veröffentlicht wird am 15. Mai. Mhm. Vielleicht sprechen wir nochmal an alle, um die App überhaupt gut und flächendeckend zu nutzen, braucht es natürlich ein starkes Netz. Jetzt ist ja der Ausbau in Deutschland gerade erst auf dem Weg, zumindest glauben das alle. Reichen die Netze, die wir zurzeit haben? Ich hoffe, Frau von Howald ist noch da. Ihr Bild kann ich nämlich gerade nicht sehen. Sonst sprechen wir vielleicht noch mal allgemein. Frau von Howald, haben Sie meine Frage gerade verstanden, die ich Ihnen gestellt habe?
Wir haben noch keinen Ton, da muss ich mal rübergehen. So, jetzt, ich war aus irgendeinem Grund, war ich gerade nicht mehr in der Session. Die Frage habe ich nicht verstanden, okay. Tut mir leid. Ich hab sie gerade gefragt, dass die App, um die flächendeckend auch wirklich nutzen zu müssen, brauchen wir natürlich starke Netze. Und jetzt ist der Ausbau in Deutschland ja gerade erst inbegriffen. Sind Sie denn grundsätzlich der Meinung, dass wir die Netze, die wir im Moment haben, dass die ausreichen? Naja, also erstmal, ich glaube, das hatte ich vorhin schon noch mal kurz erläutert, glaube ich, zeigt sich schon, dass wir sehr stabile Netze haben, sehr gute Netze haben und auch sehr weitreichende Netze in Deutschland haben. Sonst würde das, was hier gerade passiert, auch gar nicht so gut funktionieren, wie es gerade funktioniert. Ist da noch Luft nach oben? Natürlich ist da Luft nach oben. Und somit kommen wir ja zum Beispiel auch Ausbauverpflichtungen nach, die wir haben mit der LTE-Versorgung und auch der 5G-Versorgung. Das machen wir und das machen wir mit Hochdruck und wir skalieren unglaublich. Das ist das, was passiert. Da muss natürlich auch zukünftig wieder weiter was passieren und wir investieren ja auch erheblich in die Netze. Ja, also das wird nicht stillstehen, das darf natürlich nicht stillstehen. Ja, das klingt gut. Ich habe bei allem, worüber wir jetzt geredet haben, schon das Grundgefühl, dass es ganz viel Akzeptanz einfach in der Bevölkerung braucht. Und da ist Datenschutz natürlich eine Sache. Also wir wollen uns alle sicher fühlen, was unsere Daten angeht. Aber gleichzeitig bietet, so wie ich es verstanden habe, alle Apps, die im Moment laufen weltweit, die schon in Betrieb sind, alle über Bluetooth. Und Bluetooth hat an sich den Nachteil, dass es im Vordergrund laufen muss. Auch hier kommen wieder Apple und Google Betriebssysteme ins Spiel, die derzeit einfach noch nichts anderes erlauben. Heißt das, dass derjenige Nutzer, der die App nutzt, die tatsächlich, ich sage jetzt mal, anmachen muss, damit sie auch ihre Funktionsweise ausführen kann? Im Prinzip ist das eine Frage, wie ich den Kontakt nachverfolgen will, automatisch oder manuell. Manuell funktioniert in Österreich über Sonar, das heißt über Schallsignale, und das Automatische ist Bluetooth, hat sich hier durchgesetzt als die Technologie der Wahl. Und hier bietet Android die Möglichkeit auch im Hintergrund, das heißt, wenn ich die App nicht am Bildschirm habe, sondern die App im Hintergrund laufen lasse, die entsprechende Möglichkeit, Kontakte aufzuzeichnen, aber Apple nicht. Und darum hat entsprechend Google und Apple in einer Zusammenarbeit ein neues Framework zur Verfügung gestellt, wo das dann auch Apple ermöglicht, dass im Hintergrund, also wenn die App eben nicht am Screen ist, sondern im Hintergrund läuft, Kontaktaufzeichnungen möglich sind. Und das ist ein wesentlicher Schritt, den die zwei Firmen gesetzt haben, gemeinsam mit dem Framework, das eigentlich DP3D früher geheißen hat. Das haben sie implementiert im Betriebssystem, sodass das hier von den entsprechenden Stellen, die von den Behörden ausgebildet werden, benutzt werden kann und solche Apps darauf basierend gebaut werden können. Das ist tatsächlich eine neue Information. Vielen Dank. Ja. Bei der dezentralen Lösung müssen die User den Abgleich auch über ihre Telefone aktiv machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Sachen, die Daten selber vom Server runterladen, ist das wiederum auch eine Hinderung für die Nutzung? Oder muss man da sagen, naja, da müssen wir halt jetzt in den sauren Apfel beißen, weil Sicherheit kommt zuerst? Auch eine gute Frage. Also es läuft am Gerät, das ist wichtig, damit es eben nicht an einer Stelle hier Kontaktverfolgung geben kann, aber es läuft zum Glück automatisch und man muss jetzt nicht manuell hier auf die App drücken, sondern das macht das Gerät automatisch im Hintergrund. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum sogenannten digitalen Gesundheitszertifikat. Da ist ja im Moment die Diskussion, ob der Einsatz dafür einfach noch zu früh ist. Wie sehen Sie das, Herr Noller? Naja, wie ich gesagt hatte, meiner Ansicht nach wäre es eventuell zu früh, wenn wir nur über Antikörpertests sprechen, wobei sich das ja auch gerade leicht ändert. Aber vor allem sind wir definitiv nicht zu früh, wenn es um PCR-Tests, also Virentests geht, ne? Weil die funktionieren unzweifelhaft. Die sind die Basis der ganzen Zählungen, die wir jeden Abend in den Nachrichten sehen. Die sind da, wir haben große Kapazitäten und die können eben ein wesentliches Tool sein, um den Laden wieder ans Laufen zu bekommen, uns mal sozusagen. Ja. Also sie können damit eine Belegschaft, Partner von uns testen einfach ihre Belegschaft zweimal die Woche und sind sicher, dass sie keine Infektion auslösen. Das ist eine sehr effiziente Schutzmaßnahme, die meiner Ansicht nach eben mit Digitalisierung noch besser funktioniert und die eigentlich völlig unstrittig die Methode der Wahl ist im Moment. Das Thema der Antikörpertests und der Immunität ist tatsächlich eins, was wir vielleicht besser in 2 Monaten diskutieren sollten. Aber auch da muss man sagen, wenn wir dann eine digitale Infrastruktur brauchen, um das verfügbar zu machen, wäre es gut, wenn wir sie jetzt schon bauen würden. Dass wir dann nicht sagen, oh, jetzt wäre es ja gut, wenn wir das nicht nur auf Papier hätten, diesen Antikörpertest,
Und dann müssen wir erst irgendwie ein Konsortium bilden. Das ist auch ein Rationale unserer Initiative. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt jetzt, ne, Sie können jetzt anfangen, mehr PCR-Tests zu machen, um Belegschaften zu testen, um Leute, die im Altenheim arbeiten, zu testen, Busfahrer, das ganze Programm. Warum sollte man das jetzt nicht intensivieren? Sie sprechen jetzt schon über vor allem den Gesundheitsbereich, Pflegebereich und so weiter. Jetzt haben Sie auch die Busfahrer ins Spiel gebracht. Im Moment gibt es ja schon eine Diskussion darüber, ob es dazu Probleme kann gesellschaftlich, wenn Arbeitgeber anfangen, nur noch Immune oder nur noch Gesunde einzustellen, die das vorweisen müssen, weil es natürlich umgekehrt bedeuten kann, dass immun zu sein schmackhaft wird und die Leute sich tatsächlich darüber nachdenken, sich anzustecken beispielsweise. Was sagen Sie zu diesen Gedanken? Ja, also zum einen nochmal, ne, ich sage nicht, dass wir auf Immunität gehen sollen, sondern wir sollen Infektionsschutz mit Testen betreiben. Ne? Also nicht testen, ob jemand immun ist, sondern ob jemand den Virus hat. Und dann gibt es 3 Tage, wo Dinge möglich sind, die sonst nicht möglich wären. Übrigens natürlich plus die ganzen passiven Schutzmaßnahmen, die müssen deswegen nicht aufgehoben werden. Ne? Das ist rational, die weiterzumachen. Und zu Ihrer Frage, ja, ich verstehe diese Diskussion. Wir sind in Deutschland ja gut darin, solche Diskussionen aufzumachen. Ich finde sie ehrlich gesagt ein bisschen abstrakt, weil überlegen Sie mal, was Sie machen müssten, um sich anzustecken. Ja, Sie müssten sozusagen in ein Krankenhaus gehen, wo es Besuchsverbot gibt und müssten sich jemanden suchen, der krank ist und sich zudem ins Bett legen, von mir aus. Ja, das ist ungefähr so gefährlich oder so real, diese Gefahr, wie wenn Sie sich vor den Bus schmeißen, um eine Rente zu erstreiten von der Busgesellschaft oder sowas. Ich glaube, das ist eine relativ abstrakte Idee, um ehrlich zu sein. Ich verstehe die Sorgen, die da sind, dass wir sozusagen diskriminierende Merkmale einführen. Aber ich finde sie, ehrlich gesagt, die Diskussion, also dieses zum Beispiel speziell ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Für beide Apps braucht es also wirklich die Akzeptanz beim Bürger. Jetzt wurde vom Unionsfraktionsvize Thorsten Frei sogar ein Steuerbonus ins Spiel gebracht. Da geht es jetzt wieder um die Contact-Tracing-App. Die Frage an alle, wie beurteilen Sie den Vorschlag? Finden Sie das gut? Ich würde den Steuerbonus gerne nehmen. Finde ich natürlich eine interessante Idee, das zu incentivieren. Es ist, glaube ich, eine gut gemeinte Maßnahme, die sich aber dann, wenn man sich genauer überlegt und hinschaut, auch wieder diesen zwanghaften Charakter annehmen kann, wenn man es zu Ende diskutiert, darf ich mit der App in den Supermarkt, wenn ich sie habe, und sonst komme ich nicht rein, etc. oder in die Bar. Nachdem es so viele technische Varianten gibt, dass ich Bluetooth abschalte, dass ich mein Handy zu Hause liegen lasse, etc., ist das, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende gedacht, obwohl natürlich sich jeder persönlich darüber freuen kann, wenn es solche Maßnahmen gibt. Herr Noller hat es gerade schon mal angedeutet, wir sind in Deutschland gut, das alles von vorne nach hinten zu diskutieren. Wie schätzen Sie denn den Streit in Deutschland bezüglich der App ein, also auch nochmal die 360-Grad-Wende? Hat es jetzt der Akzeptanz der Bürger möglicherweise geschadet oder können Sie sich vorstellen, dass da der Eindruck entstanden ist, nein, da wird sich extrem um Datenschutz gekümmert und das vielleicht sogar die Akzeptanz erhöht hat? Also ich habe schon den Eindruck, das ist ja auch messbar in Befragungen, dass die Akzeptanz zeitweise gelitten hat, weil das einfach eine kaum nachvollziehbare Diskussion war. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es in der Summe erkannt wird als ein Bemühen um eine datenschutzfreundliche Infrastruktur und dass das die Leute wertschätzen am Ende. Und ich glaube vielleicht noch, um zu einer anderen Frage vorher, nur dass wir gerade in Deutschland, Österreich kann ich jetzt nicht sagen, aber hier sieht man es ja hautnah, wenn man rausgeht, nur eigentlich extrem gut gefahren sind mit dem Appell an die Vernunft und die Selbstkontrolle der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, diese Strategie sollte man bei der App auch fahren. Ne? Die muss gut gemacht sein, die muss transparent sein, die sollte Open Source sein. Ne? Das ist eine sehr wichtige Anforderung, weil es ja jetzt in Deutschland von SAP und Telekom gebaut wird, wo das eine wichtige Frage ist, aber ich denke, es wird so sein, das ist ja auch angekündigt worden. Und dann ist die Strategie gut auf Commitment und Mitmachen zu setzen. Deswegen wäre ich auch nicht so sehr für den Steuerbonus, ne, weil der das falsche Signal setzt, meiner Ansicht nach. Leider müssen wir schon zum Ende kommen. Unsere Zeit ist langsam vorbei. Es gibt viele interessante Aspekte, die hier heute zur Sprache gekommen sind.
Und ich würde sagen, der Tenor ist, es gibt viele Instrumente, digitale Instrumente, die wir dem Virus entgegensetzen können, die uns helfen können, irgendwie ein Stück weit mehr Normalität zu gewinnen, mit weniger Freiheitsbeschränkungen vor allem. Doch die müssen mit Bedacht und Zustimmung der Bevölkerung implementiert werden und dürfen ja unsere Freiheit dann nicht an anderer Stelle, also auf digitaler Ebene, beschneiden. Letztlich müssen all diejenigen, die ja hier nicht zum Tech-Insider-Kreis gehören, dann auch ein bisschen Vertrauen haben in die digitalen Tools. Und das ist wohl die Grundlage für die Nutzung der App in Zukunft. Liebe Panel-Teilnehmer, vielen Dank für die vielen hilfreichen Informationen zum Thema. Liebe Zuschauer, liebe Base-Community, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, für die Teilnahme an der Diskussion. Ich möchte noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Die nächste Online-Veranstaltung vom Basecamp wird es am 19.05. geben. Dann im AI, also Artificial Intelligence Hub Europe. Da laden wir euch dann ein zum Thema, kann künstliche Intelligenz dazu beitragen, die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Gang zu bringen. Diskutieren natürlich auch wieder mit hochkarätigen Experten. Bis dahin, bleibt wach, kritisch und konstruktiv vor allem, aber natürlich vor allem bleibt gesund. Vielen Dank. Tschüss.